Das ist ja fast so wie heiße Schokolade. Oh. Meine Brust war zu schwarz. Tommy. Ich bin nur am Hin- und Herwälzen die ganze Nacht. Ich bin tot. Was ist denn das hier eigentlich alles? Abonnenten kriegen und dann haben wir 1000. So, sag. Spruch. Also, drückt auf Daumen hoch bei 35 Mal. Nein. Na komm, wir machen das später nochmal. Du übst nochmal. Ja, ruck mal weg. Warte, wir sind schon wieder. Hey, Kira. Treulose Bande. Oh. So, hatte ich schon guten Morgen gesagt? Ich glaube ja. Hatte ich schon guten Morgen gesagt? Es beginnt jetzt wie jeden Morgen das Ausräumen, was echt lange dauert. Ja, muss ich mal sagen. Und ich werde jetzt eine dieser Uhren tragen. Ich habe gestern, habt ihr ja kurz gesehen im Video, ich weiß ja nicht, wie weit ich das drin gelassen habe. Ich habe mir den Blog heute Morgen nicht angucken können. Da habe ich ja 3 Omega-Uhren gekauft. Eine davon werde ich heute mal tragen. Ich meine, was habe ich davon, wenn ich immer ab und zu Uhren kaufe und nie eine trage? Omega-Kalender. Seamaster-Kalender. Klein, aber fein. Einfach nur um eine Uhr zu tragen. Nicht mal für die Uhrzeit. So. Gut, Auftrag, Check. So, heute ist wieder einer dieser trüben Tage. Leerer Teller ab. Und ja, mal sehen. Aber Check haben wir schon. Cresta Vento. Cresta Vento. So, dann schauen wir mal, was ist denn hier zu checken überhaupt? Jetzt sind ja wirklich mal Räder. Licht funktioniert. Reifen laufen. Licht funktioniert auch hinten. Und auch hinten läuft's. Bremse funktionieren. Die ist ein bisschen lahm hier. Die kann man ein bisschen ölen und ein bisschen nachstellen. Die Bremsen. Wie gesagt, Licht funktioniert. Die Schaltung verläuft einwandfrei. Sagt er. Kette ist durch. Die Kette sieht ziemlich fertig aus, meine Güte. Schauen wir nochmal, ich meine Brühe gerne. Für die Fahrradtour wird es noch gehen.
Da ist nichts mehr zu löten. Verschleißniere fällt drin und hat vor und hinter noch 1 mm Spiel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-fach. Also Antrieb soll getauscht werden, natürlich. Dem Antrieb, ey. Jetzt ist hinten wieder ein bisschen schwerer. Gut, na, das war's eigentlich. Ich meine, der Check jetzt erstmal ist durch. Licht läuft, alles läuft hier. Der ganze Antrieb wird eigentlich noch auseinandergebaut. Da brauche ich jetzt großartig nicht weiter checken. Die Züge laufen, Schaltung läuft. Das wird alles am Ende ja nochmal, nachdem der Antrieb montiert ist. Der neue wird dann wieder überprüft. Jetzt muss ich nur mal gucken, was das alles kostet. Eine 8-fach Kette brauchen wir, eine relativ gute, weil, wie gesagt, der Mann fährt viel. Wir brauchen ein recht gutes 8-fach Schaltwerk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, mit so einer Mega-Range-Geschichte. Also mit einem wirklich großen Kettenritzel. Hinten 8-fach, also für Last auch gedacht. Also 8-fach und dann gute Qualität mit Mega-Range. Ich glaube, das sieht drüber aus tatsächlich. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Und dann hoffen wir, dass das alles hier mit diesem SRAM Dual Drive kompatibel ist, weil mit dem Dual Drive, da habe ich nicht viel zu tun gehabt. Das war früher immer die Sachs Orbit Narbe oder so, glaube ich, hieß die, oder wie hieß die Orbit, oder war das die Sachs Commander? Ich weiß es nicht. Also eine von diesen Sachs Namen. Und Sachs und Shimano, das beißt sich ein bisschen. Ich hoffe, wie gesagt, darunter ist das Shimano-kompatibel und das ist keine Sachs-Irgendwas-Kassette, aber ich glaube nicht. Das wird schon mal getauscht worden sein, das wird schon mal ganz normal sein. Das kann ich mir ja schon mal angucken, ich kann es ja immer wieder einbauen. Ob er will oder nicht, entscheidet sich nämlich jetzt erst, nachdem er nochmal Rücksprache gehalten hat oder nachdem seine Frau nochmal ihn gefragt hat, ob das okay ist oder nicht. Ich habe jetzt ihre Nummer, da rufe ich dann an. Okay. SRAM Dual Drive 2. Wie baue ich jetzt die Narbe aus? Kleiner Tipp hier, weil ich meine, wird ja ab und zu gesagt, ich soll mal ein paar Tipps auch wieder geben oder so. Zum Umwerfer einstellen bin ich noch nicht gekommen. Tut mir leid. Also da gibt es immer so viel. Ja, also hier oben kann man schalten. Für Flachland. Mittel und bergig. Ja? Wir schalten dann auf Flachland. Ganz wichtig hier auf Flach. Nicht mittel, nicht bergig, sondern auf Flach. Okay? Denn nur wenn es auf Flach ist, kann man auch hier diesen Aufsatz abziehen. Da drückt man hier runter. Zack. Ganz simpel. Und dann kann man den abziehen. Brauche ich eigentlich beide Hände für. Ich will es euch halt zeigen. Auch. Heute habe ich nämlich wieder ein bisschen Zeit. Offensichtlich, das Wetter, weil es so trübe ist. Das merkt man sofort. Trübes Wetter, dann kommt keiner. Oh, der Stift ist hier auch schon ein bisschen verbogen. Der Schubstift, die Schubstange. Zugstange ist es ja eher. Ist ja keine Schubstange. Schubstange ist ja genau andersrum. Das ist ja ein Zugsystem hier bei dem Dual Drive. Ja, also bei der Nexus ist ja eine Schubstange.
Er wird da gezogen, geschoben, reingeschoben. Und bei der SRAM bzw. Sachs ist es eine Zugstange. Da greift halt so ein Greifer hier hinter. So. Zack. Und zieht die raus. Quasi mit Vorspannung. Wenn er hinten die Feder abreißt, ist Ende. Jo, das war das. Jetzt schalte ich hier noch die andere Seite in diese Kette. Schalte ich noch in den kleinsten Gang. Wie immer. Jo, Drehgriff. Komplett entlasten. Haben wir? Ja, jetzt baue ich ganz normal aus. Jetzt löse ich hier die Achsmuttern links und rechts. Ja, links und rechts. Ich baue aus. Haben wir. Na, was haben wir hier für eine Kassette? Was soll das sein? SRAM. Zur Not SRAM. Und SRAM ist ja eigentlich Shimano-kompatibel. Also da braucht man sich eigentlich nicht keinen großen Kopf machen. Jetzt sieht auch nach SRAM aus, ehrlich gesagt. Mann, sind die spitz. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Hier. Der hier zum Beispiel. Ja. Ringsrum. Hier oben ganz flach, so wie sie sein soll. Neu. Wird kaum genutzt und mit wenig Last. Und hier in den schweren Gängen, in den dritten, vierten am meisten. Kann man so geil ablesen. Ja, Ding ist durch. SRAM. SRAM ist also Shimano kompatibel. Anyway, I have to order this one. Ah, ist auch hier. Ja, eigentlich muss man dazu sagen, ey, das wär echt genial, wenn man die Ritzel einzeln kaufen könnte. Weil ich meine, den und den muss ich nicht wegschmeißen. Nur die untersten drei eigentlich so. Der Rest ist gut. Der Rest ist toll. Jetzt sind wir wieder bei der Wegwerfgesellschaft. Na, wenn es so ein Austauschpack geben würde, irgendwie für 9 Euro oder was weiß ich, oder meinetwegen 8 Euro pro Ritzel oder sowas. Sollen sie dir das zuschicken, die einzelnen Ritzel, jede Größe. Wenn irgendwo ein Zahn abbricht oder so, dann schickst du das einzelne Ritzel los, 8 Euro, 8 Euro, 8 Euro, jeweils 8, 8, 8, 8, 8 Euro. Kann auch ein gewinnbringendes Modell sein oder so, ich meine, kann ja so viel ja nicht kosten, die Dinger. 8 Euro inklusive Versand, machst du halt so, sortiert, halt schick. Gut, wir warten auf den nächsten Kunden. Jetzt rolle ich gerade Schläuche hier für meine Bastelbox, die ich immer rausstelle, Schläuche, defekte Schläuche zu verschenken. Das ist ein unglaublich gutes Erfolgsmodell, das funktioniert. Also man muss sie nicht wegwerfen, die Leute nehmen sich das mit und basteln da draußen noch irgendwas. Ich selber nutze die ja manchmal als Spanngurte oder eben Lenkerband oder Umwicklung vom Rahmen an Teilen, die nicht verstoßen werden sollen und so. Also das ist ja, daraus kann man viel machen. Türanschlag, Stopper, habe ich sie hier im Keller hoch an der Tür dran, die knallt sonst immer so zu, habe ich sie einfach drum gewickelt. Funktioniert, also. Ist ja ein Rohstoff, solange wie klappt es und dann kommt es halt weg. Und dann kann man halt, wenn irgendwann kann man sie entsorgen. Aber wie gesagt, ist ein Rohstoff. Und das wird ja noch angenommen. Allerdings werden sie nicht angenommen, wenn ich sie einfach nur so reinlege oder so raushänge. Da will ich keine haben. Wenn ich sie aber rolle und einen Gummi drum mache, tut mir ja nicht weh. Mache ich dann, wenn ich dann mal kurz Zeit habe zwischendurch, so wie jetzt, dann sind die alle weg. So, haben wir. Ja, der Rest ist dein Restmüll. Stelle ich jetzt mal raus. Schauen wir nachher nochmal rein. Die Dingsbums waren ja nicht da. Mit ihrem Fahrrad angucken. War gestern nicht da, vorgestern nicht. Da wurde angerufen, dass die nicht Bescheid wusste. Das sind ja gleich wieder alle. Gib mir mal Stoff. Du hast eine schöne Farbe genommen.
schnell. Ja, gleich schon rum. Ich will die Tüte. Ich will die Tüte. Nee, du willst ja, du bist doch ein Junkie, bist du doch. Wie ich aussehe. Musst du schwitzen? Kaltschweiß ist so. Oh. Ich schlage mir ein. Aua! Aua, ich hab mich gestoßen ganz doll! Aua! Schnell! Du bist ja wie Skadi. Warte ganz kurz, okay? Du sagst jetzt 10-mal hintereinander. Was? Ja. Wo ran? Hier dran. Wieso, was machst du denn da unten? Oh, mit hier, mit dem Bein. Genau da. So wie? Ich bin da so gegengestoßen. So. Hunger. Gottes Willen. Auf wehgetan. Na, du könntest drei Seiten Hausaufgaben gemacht. Ja, ist doch schön. Jetzt muss ich noch drei Seiten machen. Noch drei. Ja, gestern drei, heute drei. Hausaufgaben rein? Diese Arbeitsmappe. Guti, ciao. Hallo. Ach, ist das hier schön warm? Ja, kuschelig, ne? Angenehm. Oh, ich hab die Kinder so, ja, ihr könnt halt schön dünne Hosen anziehen und so, ne? Sommerjacke an. Gestern war so schön. Ja, und jetzt ist ja voll geil. Ja, aber heute Morgen war auch nicht so. Nee, genau, ne? Jetzt erst gekommen. Ich auch. Ja, naja. Hoffe, es regnet nicht. Ich soll dich mal von Markus fragen, ob ja. Er am Montag sich von dir, du hast so einen großen Schlossknacker. Den gebe ich nicht aus der Hand. Gibst du nicht aus der Hand? Definitiv nicht. Nee. Ja, sag gut, sage ich ihm Bescheid. Also wenn, dann mit mir dran. Aber ja. Die haben mir schon, ich habe den letzten verborgt, auch sollte alles pfleglich behandelt werden und er kam unbrauchbar zurück. Naja gut, also entweder, also man könnte dich mieten sozusagen ja. Mit dem Ding. Ja, weiß ich nicht, was er da. Aufflexen und jut. Aufflexen. Ja, Strom ist doch da. Gibt's ja im Keller, ja. Ja. Eine Flex kann ich euch geben. Ja, den aber der Bolzenschneider hier. Okay, ruf ihn mal kurz an. Weil ich habe da jetzt auch, ich bin da jetzt auch nicht so mit allem im Bild, da meinte ich, soll mal bei dir vorbei und. Wohnung gekauft, ja? Aha. Der hat sich eine Wohnung gekauft, der Bruder. Der in Finnland da am Atomkraftwerk baut, ja. Verdient sich da am Atomkraftwerk eine goldene Nase. Ja, wenn er in Berlin eine Wohnung kauft, saure Berliner. Du, ich sag dir, das ist... ja, ja. Ja, ist auch einer. Auf jeden Fall. Vor allem in Finnland, weißt du, ja? Genau. Oh, schöne Natur, ja, alles noch sauber. Französischer Atomkraftwerk. Atomkraftwerk. Ja. Wir bauen ab. Ja, genau, habe ich ihm auch gesagt. Ja, abbauen dann, oder was? Dann geh doch zum Abbau. Ja. So, da hast du auch noch viel mehr zu tun. Ja, auch so dauert auch viel länger. So. Ja, ja, Halbwertszeit und so. Ja. Da bauen die so was auf noch. Das ist so krass, ja. Ich habe gelesen, dass man das Essen auch unterändert. Halt Zucker, ne? Wenn man halt das Problem ist, das Problem ist halt einfach nur, dass es abführend wirkt. Irgendwann. Na, was denn? Geh zu fett. Die hole ich auf alle Fälle jetzt von oben. Mhm. Und was brauche ich noch? Was zu essen? Der große Auftrag. Jetzt endlich. Jetzt muss ich mal machen. 2000 Euro hat er für das Rad bezahlt. 2000 Euro. So. Ich gucke das Rad so an und denke, hä, was, wie, was, wo? Und dann sehe ich so, natürlich im Detail, sieht man schon. Also erstmal sieht man überlackiert. Wa? Irgendwie so ein bisschen ranzig. Hier oben siehst du aber schon Bianchi. Das ist ein Bianchi und er hat das Ding neu gekauft. Für 2000 Euro vor 2 Jahren. Sagt er. Ich muss mich ja darauf verlassen, ich habe keine Ahnung. Das ist komplett Ultegra ausgestattet. Das Ding. Und da wurde ihm geklaut. Oder ob er vor 2 Jahren gekauft hat, weiß ich nicht. Vielleicht so 3 oder 4 Jahre her. Vor 2 Jahren wurde es ihm geklaut, auf alle Fälle. Und jetzt hat er es wiederbekommen. In dem Zustand. Völlig abgefuckt.
und übergesprüht und runtergerockt und 2 Jahre war weg. So sieht das denn aus wohl. Ob sowas 2000 Euro kostet, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber man sieht hier nur Ultegra, ne? Das ist alles übersprüht, die Züge, alles übersprüht. Na, wie auch immer. Jetzt will er wieder aufgebaut haben, sodass es ein bisschen fahrbar ist. Habe ich gemeint, können wir machen. Das war mein großer Auftrag, aber da habe ich mal ein bisschen vor gescheut, weil irgendwie... Naja, denke ich ein bisschen nee. Jetzt, nach einer Stunde, ganz genau, und zwar in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eine Stunde, so, geht's jetzt ans Einstellen. Eine Stunde habe ich gebraucht für ein bisschen Reifen, ein paar Züge erneuern. Oh Mann, ey. Tommy, du bist viel zu langsam. Bin wohl nicht mal der Jüngste, weißt du? So. Also. Hinten der äußerste Kranz, vorne der innerste Kranz. Schauen wir mal, ob wir das schon mal eingestellt bekommen. Es schleift, wie man hört. Wollen wir ein bisschen einstellen. Ich will das ein bisschen einstellen. Drehe ich hier an der Schraube für vorne. Drehe die ein bisschen raus. Gib ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Spannung. Wird weniger, aber ist nicht weg.
So, also alles wieder rindrehen. Rad hat eine 8, auch noch. Das Problem ist jetzt, dass ich beide Hände brauche zum Einstellen und die Kamera nicht festhalten kann. Also, ich mach's mal so. Ich hoffe, ihr seht alles. Dann mache ich das Fahrrad tiefer ein bisschen. Okay, also, jetzt habe ich wieder nichts gesagt dazu. Ich habe die innere Schraube ein bisschen reingedreht. Dadurch kommt der Umwerfer ein bisschen nach außen. Und jetzt dürfte er auch nicht mehr schleifen. Hört ihr? Jetzt schalten wir in den äußeren Kranz. Wo war das schon? Okay, jetzt schalten wir. Das jetzt hier gerade nicht erklären, das ist halt ein Scheiß, ey. So, jetzt stelle ich hier die untere Position ein, das kann man hier sehr schön sehen. Beim Schaltwerk hinten bin ich jetzt. Wie wir sehen, läuft das nicht sehr gut. Na, der Zahnkranz, der hier, muss eigentlich unter diesem Zahnkranz laufen. Das Schalträdchen muss unter dem kleinen Zahnkranz laufen. Das kriegen wir jetzt hin, indem wir mit dem Schraubenzieher in die richtige Richtung drehen. Position H, die Schraube, ein wenig rein. Bis wir denken, dass es richtig steht. Oh, was ist verbogen mit noch? So, ehrlich gesagt, hieran habe ich gar keinen Bock, das zu erklären mit der Schaltung, weil das ist ein Zweifach-Umwerfer und das sind drei Kettenblätter. Das passt alles nicht zusammen hier. Das ist Deore Dreifach-Schalter, Schalthebel, das passt nicht. Ich kriege hier gerade mal zwei Schaltstufen hin. Ich kriege hier den hin, den untersten. Den obersten. Ne, da habe ich keinen Bock dazu erklären. Das macht keinen Spaß. Schaut mir einfach weiter zu. Wie ich den Fuschwagen hier. Das ist ja auch schon umgebaut worden, das Rad. Das war ja nicht so. Das war ein Rennrad. Oder ein Crosser oder so. Das ist doch scheiße. Das ist doch Klump, ey. Nur noch Müll. Das macht keinen Spaß.
Jo, mitkommen. Cube. Cube Travel Pro. Reifenwechsel, Hinterrad. Cube Travel Pro, Reifenwechsel, Hinterrad. Das ist die Reparatur für heute. Den ganzen anderen Rotz, ach, das ist doch alles nix. Das war doch nichts hier vorhin mit diesem, ach, diesem Dreck Bianchi. Total durchgerockt, umgebaut schon alles. Mann, hier ist alles kaputt bei mir. Warum? Weil alles benutzt wird, Tommy, weil es benutzt wird. Cube Travel Pro. Cube Global Travel System GTS ALS Aluminium Superlight. So, haben wir alle möglichen Kennzeichnungen und Kürzel jetzt hier gelesen. Jetzt geht's los. Wir wechseln den Schlauch am Hinterrad. Besonderheit bei diesem Rad ist, dass es einen Zahnriemen hat. Ein Carbon Drive. Das ist eigentlich nicht großes, nicht dramatisches. Man muss einfach nur alles auseinanderbauen. Wie immer. Zack, zugeguckt von hier oben. Achsmutter lösen, das gleiche wie immer. So, nach vorne den Zahnriemen runternehmen. Und alles andere wie üblich, also total simpel. Zug aushängen. Laufrad entnehmen. Und den Schlauch wechseln. Was soll denn das? Reißzwecke, schon wieder. So schön eingefahren. Als wärt ihr wollt. Noch eine, ey, was denn das? Ist doch Scherz oder was? Muss ich durch ein Minenfeld fahren? Hier ist noch eine drin. Das ist das erste Mal in 9 Jahren, dass in einem Rad 2 Reißzwecken stecken. Das hab ich noch nie gehabt. Der Klappert wird erschossen. Was machst du denn da? Ich bin mein eigenes Fahrrad. Muss es ja in Portionen hier abliefern. Ich hab da schon umgebracht, den Wagen. Ja, das ist gut, aber das für die Einzelteile brauche ich ja. Ach so. Weißt du, für das Rotte. Das Rotte. Da ist mir der Rahmen doch leider. Stell das mal an eine Mülltonne. Dankeschön. Ja, bitte. Komplimente gibt's ja gratis. Ja, ich merk schon. Ja. So, den Bollerwagen hast du draußen? Der steht draußen, noch, hoffe ich. Ja, ich hoffe auch. Ich komme gleich wieder mit meinen Resten. Okay, mit den Resten, da siehst du. Ist ja selbst nie besser. Ja, Schlauchwechsel ist übrig, jetzt der Einbau. Hier. Das übliche. Jetzt legen wir den wieder auf. Ja, und das dort schon.
Und rein. Völlig simpel. Ding-Dong. Was heißt denn hier Ding-Dong? Guten Tag. Palimpalim heißt es. Hallo, Thomas. Hallo. Schon immer. Schon immer. Schon immer. Möbel seit über 20 Jahren. 24 Jahre. Ja. Willst du dein Rad wieder mitnehmen? Ja. Ja, ja. Maybe I'm going off. Sure. Come back. Okay, no problem. Yeah. I'm here. Ja, das ist ein schönes Stück. Tolle Reifen. Dann kommen wir super gut über die Bordsteine. Blöden Bordsteine. Ja, oh Mann, das passt aber nicht da drin, du. Nee. Eine dünne Achse und eine dicke Achse. Ach, schade eigentlich. Dann muss ich dir wahrscheinlich Simplex Schaltwerkmontage. Alte Version. Altes Schaltwerk ist gebrochen. Über eBay Kleinanzeigen hat er sich neu besorgt. Neu altet. War letzte Woche schon da, da habe ich gemeint, schau doch mal nach. Dann haben wir geguckt, dann haben wir ihn gefunden. Da habe ich gesagt, Bullet. Ja, und jetzt bauen wir das ein. Gut. Hammer. Jetzt noch den Zug einstellen. Frag, einfach vor. Ja. Ich habe mein Fahrrad hier. Kannst du helfen? Ich muss aber nur. Ich nicht habe mit euch ein Pedal. Nur neue Pedal und neue Brakes. So, das ist ja mal ein Kakerlake. Das ist ja mal ein Kakerlake.
Dann ist ja morgen Kackerlacke. Dann können wir nur noch Folgendes machen, das austauschen. In diese da. Ich sehe kein Sonnenlicht nicht. Ist gebrochen. Bei der Fahrt. Bei der Fahrt so gebrochen? Ja. Klatsch. Sie hat Glück gehabt, dass sie gerade erst losgefahren ist. Das ist ein Aluminiumrahmen, der bricht ja abrupt. Also ohne Ankündigung, einfach so. Einfach so hier vorne halt, wa? Klack. Sie ist gerade bei der Ampel losgefahren, dann boom. Vorderrad steht schon hier unten. Naja, geht ja alles nach unten erstmal, wa? Vorderrad steht hier unten schon, deswegen. Das war hier nur simpel mal Schaltwerk schnell tauschen. Aber das neue Schaltwerk korrespondiert nicht, doch, ist genau gleich, aber vom, wie sagt man, vom Verschleißgrad korrespondiert das nicht mit den Teilen. Jetzt klackert alles. Diese Dritzel. Muss das alte wieder rein? Jetzt mache ich das alte Ritzel rein. Das Schaltwerk, das wir hier brauchen, bricht alles. Bricht alles auseinander hier, Jungs. Letztens war ja auch schon so jemand, war? Was war da nochmal? Ach, der Lenker gebrochen. Lenker gebrochen, ja. Die Brechwoche. Ja, irgendwann ist nochmal zu Ende, ne? Irgendwann ist Ritze. Na gut, also ich gehe jetzt kurz zu Edeka. Bis später. Mach mal alles. Achtung. Ready, next. Danke. Bitte. Kettenschutz. Kettenschutz. Ah, ich stehe es zu klein. Nein. Freue ich mich. Oh, ich freue mich, wenn ich das da habe, sofort. Das freut mich richtig. Vorne. Achtung, ich schraube an, ich freue mich richtig. Finde ich gut. Habe ich da passt doch zu dem alten Rad hier. Ah, dann nicht. Dann ist es zu clean jetzt. Das darf ich nicht zu clean sein. Niemals. Schön, das gefällt mir. Fertig. Fertig, gut. Kettenschutz fertig. Hoffst du, dass das besser ist? Ja? Ich probier's mal. Ich gebe nicht auf. Ich will nicht doch. Bleib hier hoch. Ah, da sind sie, okay. Die sind aus Barcelona gekommen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, tatsächlich. Steht sogar drauf. Barcelona. Nicht von Zalando. Aber die haben ja auch ihre Partner. Partner. Die Partner schicken es dann selber los. Die Partner. Ihre Dreiecksschuhe.
Ich hatte gerade einen kleinen Unfall draußen gehabt und mir hat mein Lenker komplett zerschossen vorne. Alle wie zerschossen die, heute. Die, ja, ja. Aber weil die Kette ist runtergegangen, die ist zu lang. Und jetzt ist der Lenker im Arsch. Scheiße, Mann. Also, es ist. Oh Mann, was alles passiert ist jetzt gerade draußen. Habt ihr alles nicht mitbekommen? Also erstens der platte Reifen, den ich vorhin gemacht habe, der ist explodiert. Also der war doch kaputt. Also der war gar nicht kaputt. Der war noch nicht kaputt, als ich es aufgepumpt habe. Aber durch mein Aufpumpen, durch endlich mal wieder vernünftigen Luftdruck im Reifen, ist er dann doch gerissen an jener Stelle. Ist rausgekommen und zerfleddert. Einfach explodiert. Just exploded. Ja, das ist das Erste. Muss ich neu machen. Dann halt Aufträge natürlich jetzt ein paar bekommen wieder. Thorsten, sein Rad ist verkauft. Thorsten, kannst Geld abholen. Dein Fahrrad verkauft. Verkauft. Ich weiß nicht, was verkauft heißt. Verkauft. Was war noch? Dann sind zwei türkische Bengels auf so einem Lidl-Bike, geknackten Lidl-Bike durch die Gegend geheizt hier und sind voll in so einem Rad hängen geblieben, was sie eine Kundin draußen abgelegt hatte. Dann haben sich dabei fast auf die Fresse gepackt. Es ist halt, sind dann völlig geschlenkert, zu zweit auf dem Rad, einer hinten drauf gesessen, so halt überladen. Aber so geschlenkert und sind so in die Räder drin und das Rad ist so hinten mit dem Lenker drin und ich weiß ja nicht, wie, keine Ahnung, auf alle Fälle Katastrophe alle draußen. Ja, gut. Also die Kunden dran schuld sozusagen, das ist nicht mein Ding. Und die haben es ja ohne illegal gemietet. Die haben das Ding total zerschossen. Das war sowieso schon zerstört. Sorry, haben sie noch gesagt. So völlig. Sorry. Ich habe irgendwie meine Handschuhe irgendwo liegen lassen. So, Bremse läuft. Probier mal nicht. Gibt's noch nicht. Da war eine Kundin da, die war vorhin schon heute Morgen, die wollte ihr Rad aber nicht da lassen, die wollte, dass ich es gleich mache. Sofort, gleich und sofort. Alles. Nur mal kurz Licht gucken, ja, kurz Licht gucken. Nee. Ich habe es mir kurz angeguckt tatsächlich. Die Zeit habe ich ja einmal kurz drauf gucken und die sehen, dass es länger dauert. Dass ich das erst eruieren muss, hier reinhängen muss. Wo kommt der Schaden her? Warum? Wieso? Weshalb? So. Ja bitte! Das wollte sie nicht. Konnte sie nicht, weil sie das Rad braucht. Da habe ich gesagt, dann musst du später wiederkommen. Jetzt war sie wieder da und hat gedacht, jetzt geht es gleich und sofort. Ich sage, nee, du, jetzt bin ich voll für den Tag. Ich sage, ich bin alleine hier, ich muss das alleine machen. Step by step. Ist ja auch alles Englisch, das kann ich auch gar nicht. Das ist immer schwierig für mich dann. Hast du mein Häfchen sichergestellt? Habe ich gerettet, hier um eine Ecke gleich. Also hier hinter dem Paket da. Und dein, dein Schrippschild da liegt oben drauf. Das ist ja Gott sei Dank immer viel von übrig. Ich konnte die Fliegen nicht mehr auf. So. Hm. Moin. Was steht da mal so rum mit so einem Ball? Wollt ihr eine Ballpumpe oder was? Ach nee, du hast einen Sattel in der Hand. Ja. Guck mal, der Sattel ist scheiße und das Rohr ist zu kurz. Scheiße, nicht anders. Hast du ja nicht, wo der Sattel war? Ja, geht. Geht, oder? Ja. Das Rohr ist zu kurz, wieso? Bist du zu lang, oder was? Ja. Ist doch für dich, oder? Ist doch so klein. Ja. Ja. Da, genau. Hast du dann... 27,2, ja, habe ich gerade da tatsächlich, aber den Sattel, nee. Hast du nicht? Also einen größeren denn. Oder ist das was für seinen kleinen Morse dann? Was? Na, drauf sitzen kann man nur auf großen Sessel. Ja. Guck doch nicht so. Ja, guck doch nur. Jetzt aber hör doch auf, das ist ja von der Diskussion hier. In der hier Grundlage. Ich guck mal, wie braucht man Sattel, die Kinder. Achso, du brauchst einen Sattel, ja. Nee, ja? Nee, ich lass es mal machen jetzt. Aber auch wieder mal. Gut, aber doch. Ist ja egal. Dr. Senf bin ich gewohnt, ich habe keinen Sohn, der ist schon groß, der ist 20, der labert die ganze Zeit dazwischen. Echt, ja? Ja. Dr. Senf, guck mal, hier ist so ein cooler Sattel, ey. Das macht ja, so wie hier ein Jeep.
Ist wohl nichts kaputt? Ein bisschen Schrott ist. Ja. Ich nehme Schnappschuss. Robert? Kate? Mahusha war das. Wie hat das laut gehen? Ja. Jetzt knallt es nicht mehr. Einmal neu. Ach, jetzt kommt er wieder hier mit seinem Mundschutz. Mundpropaganda. Hey? Hey? Achso. Feinstaubmaske. Alles gut. Alles gut. Baby. Baby. Du musst hingehen. Zwei Wochen hat er sein Kind nicht gesehen. Können wir es nicht besuchen? Doch. Ey, es ist nicht für eine Anstalt da, wo die liegt. Bitte heute keinen Besuch, viel Arbeit in den Zimmer. Die Schwester hat viel Arbeit mit den Patienten. Untersuchungen, Kanülenwechsel, Betten beziehen. Macht ihr das nur einmal in der Woche oder was? Steht im Krankenhaus dran an, ihr wollt seine Frau besuchen heute. Steht im Krankenhaus an den, Das habe ich ja noch nie. Wo, in welchem Krankenhaus? In Oberhausen? Ich weiß nicht, wo sie liegt. Weiß ich nicht. Kann ich mich noch nicht fragen. Bin nicht gut. Wie kommst du da drauf? Bingo! Also an der S-Bahn, Heidelberger Straße. Heidelberger Platz. Heidelberger Platz. Jetzt ja, Dennis Platz. S-Bahn Heidelberger. Das ist zu viel, also Krampf. Krampf. Boah, was für ein Krampf, ey. Ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Ich muss hier Überstunden schieben heute. Und dann Listen schreiben. Übermorgen. Es schaltet nicht mehr, weil es ist abgerissen. Zug ist abgerissen. Wie sollen die doch schalten? Oh Mann, Kinders, ey. Das ist gebrochen, das Teil. Ich muss es abnehmen. Kranz ist gebrochen. Wieder was ich nicht reparieren kann. Ohne Bestellung.
Jo, wie spät ist es? 21.14 Uhr. Ich fang an jetzt mit Vorderrad. Berlin, willkommen in Berlin. Könnt ihr das sehen? Das ist wunderschönes weißes Glas. Weg ist es. Na, der ist doch durch. Ja. Fertig. Mann, ey. So, vorletzter Auftrag. Und dann noch ein Hornradrad und dann noch ein Hinterrad. Kriegt definitiv nicht fertig heute. Aber ich habe der Dame versprochen, ich schaue mir das mal an. Guck mal hinten drin in das Laufrad, weil da haben ja alle Fahrer denen gesagt, Schrott, schmeiß weg, ohne reinzugucken. Mit Sicherheit ist das kein guter Zustand mehr hier. Ja. Blockiert beim Treten. Jetzt sowieso, jetzt ist die Kette ab. Und wir schauen mal. Ich schaue mir das mal an. Ich habe die Freiheit, hier alles zu machen, was ich machen muss. Das ist mir am liebsten. Wenn die Leute sagen, komm, mach einfach, mach. Was gemacht werden muss, musst du machen. Muss gemacht werden, ganz einfach. Zack, ab. Tja, steht man hier noch so um 21 Uhr. Fast 22 Uhr. Das ist schon. Das ist 3:15 Uhr. Stehe ich hier im Laden und bastel an Fahrrädern. Das muss natürlich ein Stück weit Hobby sein. Ansonsten macht man das nicht. Da müsste ich schon sehr gierig sein oder was. Oder keine Ahnung. Natürlich muss man letztlich auch Geld verdienen. Ist ja das auch kaputt? Peter Power macht uns schlauer. Das sieht wirklich nicht mehr schön aus. Gottes Willen. So, naja, schauen wir mal. Weg damit. Der Kugelring ist fit. Seht ihr das? Raus. Überall sind noch Reste. Zermahlene Bugger. Na, das sieht doch alles sehr gut aus. Also wie gesagt, das Ding ist noch da. Das Ding ist noch da. Das ist ja auch schön. Das ist auch schön, ja. Ihr renoviert die auch selber, oder? Ja? Der war so gekauft. Ich mach jetzt Feierabend. Ich hab keine Zeit mehr. So, ich muss jetzt Feierabend machen, weil ich muss nach Hause. Ich muss einräumen noch. Das dauert noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Es ist jetzt fast schon 11 Uhr. Also, ab nach Hause. Erstmal alles reinbringen von draußen. Da seid ihr noch mit dabei, dann verabschiede ich mich heute für heute. Wir sehen uns morgen, macht es gut. Bis dann, ciao, ihr schaut noch beim Einräumen zu. Bis dann, ciao. Dann schon raus und los. Mann, ey, das wird viel.
Gute Nacht.